Exiles, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und mit Coneless. Ihr seht schon, ich bin immer noch hier, habe jetzt auch mein Päckchen gelernt von gestern. Ymirs Tochter, da unten taucht sie gerade auf. Die hat mich gestern dann schon ein bisschen erschreckt, deswegen hier oben in Sicherheit. Wir haben den Bedarf an einem zweiten Riesen, den holen wir uns jetzt. Ich hoffe, meine Thralls überleben. Und dann gibt es eine kleine Location-Bewegung für unseren Monster. Der wird jetzt dann gleich weiterziehen. Und erkläre ich euch auch gleich, warum. Also wir brauchen auf jeden Fall diesen zweiten Riesen. So, meine Frau Holle. Wir gehen rein. So, ich muss nur vorsichtig sein, weil die macht Damage. Siehst du, wie die Damage macht? Und ich versuche sie auch immer schön umzuboxen. Oh, oder sie mich? Hier dünne ich gleich mal ein bisschen aus. Wir dürfen auf keinen Fall sterben. Aber wenn ich sie block, habe ich schon mal einen Vorteil, ne? Jetzt Schild, Codeless. Oh, daneben. Ich nehme einen Trank. Genau, also ich laber gleich. Jetzt machen wir erstmal die Geschichte hier fertig geschwind. Und Schild, Codeless, Codeless, Codeless. Er ist schon ein bisschen besser wie gestern. Ich nehme einen Trank. Ich nehme am besten noch irgendwas. Gut, also warum brauche ich einen zweiten Frostriese? Weil, wenn das nicht so gut aussieht, wie das, was ich mir vorstelle, dann brauchen wir einen zweiten für die Symmetrie, ne? Wie gesagt, ich sag's euch gleich. Ich muss mich konzentrieren, ich habe Angst, dass ich den Thrall verliere. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, mein Lieber. Hat jetzt eine Weile gedauert, ist übrigens auch mit der Grund, warum ich jetzt dann doch ein bisschen weiterziehe. Damit wir ein bisschen was anderes noch sehen. Ich habe jetzt wirklich sehr oft probiert, bis sie wieder kam. Gestern war es aber eindeutig schneller. So, Codeless nimmt einen Verband, die Thralls sind noch ganz gut drauf. Sehr gut. Ja, da habe ich gestern das auf die leichte Schulter genommen. Wir brauchen andere Verbände. Guck mal, der heilt sich ja fast nicht hoch, der Gudele. So, Cody, geh um sie rum und mach deine Moves. Die hat schon Power, mein lieber Mann. Ich stelle mir mal an durch diesen Effekt. Das war's, wir haben's. So, dann haben wir das auch nochmal gemeinsam erlebt. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Wir haben einen Plan, wo wir den Frostriese hinstellen. Wenn das allerdings nicht gut aussieht, was durchaus passieren kann, dann brauche ich zwei, weil dann kommt er ans hintere Tor als Wächter und dann sieht es blöd aus, wenn nur einer dran steht. Also, pass auf. Ja, jetzt, wie gesagt, ich war jetzt hier eine ganze Weile und ich würde lieber eine Stelle suchen, wo wir ein bisschen ruhiger nach Thralls gucken können. Wisst ihr, was ich meine? Weil in Asgard ist halt so, dass ich mich reinkämpfen muss, jedes Mal schnetzeln, dann hast du dann ständig Haltbarkeitsverlust an den Waffen und so. Und Sebamero war zum Beispiel ganz nett, weil da konntest du durchlaufen, gucken, das war wie beim Einkaufen. Und so suche ich jetzt mal einen zweiten Spot und einen habe ich auch schon im Hinterkopf, wo ich heute mal gucken will mit euch. Hier, du nimmst mal einen davon, gibst mir die anderen rüber, weil wer weiß, ob ich die nicht noch brauche heute. Und dann gehen wir raus. Eine geschnetzelte Runde noch für uns. Dann nehmen wir den Zauberer da vorne noch mit. Oh, du hast dich nicht... Du bist aber auch lieber gebetet wie gekämpft. So, Bams, ich lasse jetzt den Loot da, weil ich bin super überladen. Hier ist der Zauberer. Perfekt. Dann haben wir hier noch ein Köchle. Weil hier müsste ich jetzt jedes Mal bis zur Schmiede mich durchkämpfen. Und, ihr wisst ja selber, wie es ist. Bogenschütze, wo ist das? Wo ist denn der Match? Wo ist denn der Magician? Da hinten liegt er. Ich habe ihn nicht gleich gesehen, weil er keinen Kopf mehr hatte. Ich würde sagen, wir gehen rechts rum raus. Jetzt haben wir zwei Frostriesen, Leute. Zwei Stück. Also egal, was wir jetzt am Ende entscheiden, es wird auf jeden Fall ein schönes Plätzchen geben bei uns zu Hause für die beiden. So, warte mal, ich wechsle mal hier hoch. Und ab. Der Schildmove, wenn der trifft, der ist halt schon übel. Vor allem macht er auch einen geilen Sound, finde ich. Wer bist denn du? Und nochmal. Und er ist tot. Sehr schön. Junge, mal alles. Wenn alles gut läuft, können wir heute das sogar schon austesten mit den Riesen. Ich würde es feiern. So, wir laufen jetzt trotzdem spaßhalber hier vorbei, denn hier ist, glaube ich, die Schmiede. Da ist nichts Goldenes jetzt. Ne? Perfekt. Was hatten die dabei? Gab die gute. Oh, aber den müssen wir übrigens auch wieder zurückholen, unseren Paul, ne?
Der wird irgendwie, muss mal gucken, was der treibt. Der war ja beim Fischen zuletzt. Ich habe das so gefeiert. Der Paul zerstört. Ah, so raus hier. Draußen noch kurz das Rad abbauen. Ich habe schon alles soweit zusammengeräumt. Eine schöne Vierer-Kombo vom Coneless und die sind platt, ne? Die Wölfe leben eindeutig länger. Aber die sind, glaube ich, auch mit dem Kolben nicht so gut zu machen. Ne? So, warte, ich brauche Energie. Müssen wir mal nach dem Level gucken. Der nächste Punkt ist halt, also eigentlich hätte man das schon machen können, weil wir wollen ja das Thralls leveln, aber die leveln mit anderen NPCs weit besser. Wie jetzt hier, ne? Übrigens, da hinten bin ich gestern in die falsche Richtung gelaufen, als ich nochmal was probiert habe. Und da war auch ein kleines Camp, da könnte eventuell noch named sein. Weil wenn einer da wäre, würde ich kurz bleiben noch, ne? So, Rest nehme ich aber mit heim. So, wo bin ich denn da hingeschnalzt? Du-du-bi-du-hu. Und wo ist Ferdinand Schienle? Ah, die steht hinterm Rad, die hat sich versteckelt. Hier oben, dieses Camp habe ich gestern nochmal abgesucht. Und das Gefühl gehabt, dass das vielleicht ein Namespot sein könnte. Na gut, bis jetzt sieht es nur ein Bogenschütze. Und der Halter, ja, aber nicht das, was ich brauche. Ach, ich liebe den Schildmove. So, meine Lieben, hau mal ab. Das ist auch nicht weit, es liegt auf dem Heimweg. Ich muss nur ganz kurz umschichten wegen Überladung. So, ne, hier ist ja nichts mehr drin. Hier habe ich alles abgebaut. Perfekt. Wie sieht's aus? Ich habe 99%. Ja, dann passt doch alles. Und ich habe gestern hier auch ein kleines Wolfsbaby gesehen. Aber das wollte ich dann nicht einsammeln, ohne dass ihr dabei seid. Brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. So, pass auf. Ich habe schon markiert, wo wir hingehen. Das kennen wir auch aus der alten Staffel. Es nennt sich, glaube ich, The Ban. Hier müsste ein kleines Camp sein. Da kriegen wir auch später, wenn wir da wirklich Thralls holen und ich hochgehe, die abholen, nehmen wir Gold mit. Da können wir Kamele kaufen und Steinnasen, wenn ich das noch richtig weiß. Jetzt müssen wir aber erstmal hier raus. Ich gucke mal, reite ich da. Ich reite mal jetzt hier so rüber und wir gucken mal, wo das ist. Dann bauen wir da unser Rad hin. Denn da bekomme ich auf jeden Fall auch verschiedene Namen. Die spawnen ja dann auch mehr oder weniger über die ganze Map. Ne? Erika kriegst du, glaube ich, auch woanders. Da war eins ein Baby. Guck. Aber ich will jetzt nicht unbedingt einen Wolf. Weil mit Tieren mache ich ja im Moment doch nicht so viel. Ich möchte jetzt dann lieber langsam in die Innis gehen und meinen Turm fertig bauen. Vielleicht machen wir da einen schönen Wechsel. Innis, Turmbauwechsel. Weil, komme ich da runter? Nee, ne? Weil, sind wir ehrlich, diese Bosse, die ich mache für die Rezepte vom Archivar, die brauchen wir jetzt nicht 10.000 Mal zusammen machen. Dann machen wir in Zukunft immer die neuen. Und wenn ich dann eine Runde mache, wo wir die neuen probieren, mache ich im Vorfeld einfach unsere Farmrunde. So haben wir dann auf jeden Fall genug Fragmente. So, jetzt warte mal, da ist noch mehr Wolf. Hier könnte ich eventuell runterkommen, ohne zu stürzen. Ich fände es ja geil, wenn die Begleiter wenigstens animiert aufs Pferd hocken würden irgendwie, ne? Weißt du, wie ich meine? Weil so ein ganz kleines bisschen kommt man da schon raus aus dem Spiel, wenn die genauso schnell rennen wie dein Pferd. So, ich nehme an, wenn ich da irgendwo durchkäme. Oder da vorne. Ich weiß gar nicht, ob man da durchkommt. Wir probieren es einfach, wenn nicht, kletter ich, ne? So, ich hänge gerade mal die Wölfe geschwind ab. Jetzt sind wir, glaube ich, so in der Gegend, wo es auch Schweinebabys gab. Ah, ein Goigtaler muss normal sein, aber jetzt im Moment gerade aktuell brauche ich ihn nicht unbedingt. Heißt aber nicht, dass wir uns keinen holen werden, ne? So, ich guck mal, dass ich da hinten irgendwie schön Friede finde. Da kletter ich da durch, wenn ich da nicht durchkomme. Subdubidu. Ja, ich muss jetzt dann da oben weg. Ich habe einfach... Kennt ihr das, wenn ihr euch... wenn der von irgendwas zu viel isst... Oh, wie gut ist das denn hier? Wenn du dir einen Ekel holst, ne? In Anführung. Ah, jetzt erinnere ich mich, Leute. Jetzt erinnere ich mich. Da war aber... Da war doch auch eine Arena... Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo die sind. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Platz suchen. Aber schöne Location. So, ich hüpfe mal runter. Oh, guck mal, da hast du sogar eine Kistenansammlung gefunden, Coneless. Ich bin ja stolz auf dich. Wir gucken mal kurz durch, was ich mitnehme. Fleisch kann ich mitnehmen. Das interessiert mich nicht so. Farmen tue ich es eh selber. Hygienefeldumhang brauche ich auch eine. Teerkugel nehme ich mal mit. Schwefel nehme ich mal mit. Wenn ich schon dabei bin, dann nehme ich den gesamten Schwefel mit.
Hier kannst du vielleicht mal eins benutzen. Okay, ja, das sind halt verschiedene Dinge, die brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. So, Leute, kann ich von hier schon absehen? Da war die Arena. Irgendwo seitlich müssen wir mal gucken. Und ich musste, glaube ich, zum Einkaufen hier auf dem Parcours laufen, gell? Das machen wir dann, wenn ich mit Gold wieder zurück bin. Jo, was, so kommen wir wenigstens auch ein bisschen rum. So, jetzt pass auf. Thralls sind da, das Pferd kommt mit Sicherheit gleich. Was ist denn das da hinten? Ach, das sind solche Werwolf-Typen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich frage mich gerade, wie sicher sind wir denn hier? Ich mache mal kurz Pferdle. Kann ich dich hier irgendwo abstellen? Hier ist nicht erlaubt. Dann müssen wir weiter raus. Komm, wir machen mal so Päckle von denen. Müssen wir mal wissen, was hier auf uns wartet. Na gut, der da ist jetzt nicht so übel. Das kümmert vielleicht ein bisschen. Er hat auch primitives Werkzeug. Irgendwo hier, ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken. Wo wir dann das Rad aufstellen, wird wurscht sein, dann laufe ich ein paar Meter. Erinnert mich halt doch ein ganz kleines bisschen an die... aus WoW, ne? Vom Design. Oh ja, aber die sind nicht stark. Die sind nicht stark, die kriegt man gut weg. So, looten brauche ich hier nichts. Also ich meine, irgendwo müssten die ja dann friedlich hier auch rumstehen, ne? Okay, hier hat es jetzt einen Haufen Werbe. Da ist zum Beispiel ein Camp mit welchen, da können wir mal kurz gucken. Hat der für Stimmler gehabt? Kommt ein Träger mit? Ja, okay, die sind anfängermäßig, ne? Die sind jetzt schwer, also hier können wir uns schon entspannen. Nimm das mit. Ich würde mal, da oben hat es auch diese Werwolf-Typen. Wir müssen einen Platz finden, wo die nicht sind. Ich könnte mir auch gut vorstellen. Jetzt laufen wir mal hier ein bisschen rum. In der Mitte war, glaube ich, auch sowas wie ein Boss, ne? Nicht aufs Nanchidle. Oh, die eine hat. Der Zug. Guck mal, wie sie beim Pferd hinterher stiefelt. Ja. Ja, das hättest du gerne, Salami. Vergiss es. Ist die da jetzt hinterher mit ihrer Keule? Ich kann sein, dass ich hier gar nichts bauen darf in der Ecke, ne? Nicht zulässig. Was? Ja, das passt doch. Dann kriegen wir das mit dem Frostriese heute. Und dann bin ich eh noch dabei, Mats durchlaufen zu lassen. Dann machen wir vielleicht morgen eine Inni. Wobei ich am liebsten, ich habe so viele Sachen gerade, die ich am liebsten machen würde. Es ist unwahrscheinlich, wie viel. Und der ist auch besoffen hier. Guck mal, der ist in die falsche Richtung gehüpft. So, haben wir jetzt das mit dem The Dan schon... Da, wo ich markiert habe. Ich habe aber die Markierung einfach nur irgendwo quer reingesetzt. Wir gucken mal, was hier so geht. Ich nehme an, dass wir vor den Toren das aufbauen. Da vorne ist ein Karawanenzelt. Komm, da gehen wir mal kurz hin. Das haben wir auch noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es ja da noch was Cooles Neues. Und dann sind wir auch mehr oder weniger in einem Bereich, wo ich bestimmt was bauen darf. Und dann muss ich nochmal genau gucken, wo diese Location war von denen. Hallo. Kohn, das ist mein Name. Und demnächst machen wir mal wieder eine Severmero-Tour nach Handwerkern. Da haben auch viele von euch damals geschrieben, als wir da angefangen haben, dass ihr euch die da holt, ne? Was ja auch Sinn macht. Durchlaufen, gemütlich gucken, was gibt's. Den will ich kurz wegmachen. Kannst du auch was? Jetzt sind wir gleich drin, weißt du? Ja gut, dann... schlimm aus. Kann auch sein, dass es da hinten irgendwo war. Gehen wir mal raus. Jo, und so haben wir uns auf jeden Fall die Möglichkeit, immer wieder mal kleinere Locations auch anzugucken. Dann kommen wir auf der Map rum. Und dann haben wir auch noch verknüpft damit praktisch die Thrall-Suche.
habt ihr gebrüllt? Das war ein Schmelzer. Also kann es gut sein, dass dann an dem Spot der Schmelzer auftaucht. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, müssen wir halt mal gucken. Also das sollte man schon mal merken, hier die Stelle. Da ist dann auch kein Problem. Da vorne ist die Karawane. Mich wundert es, dass sie sich nicht gegenseitig jetzt hier angegriffen haben. Perfekt. Was ist mit dir? War das ein Kumpel von dir? Diesmal? Naja, egal. So, da gucke ich gleich. Also, wenn jetzt hier nichts ist, dann kann ich doch hier mein Rädler aufstellen, oder? Nicht zulässig. Alter, das ist ein Riesending hier. Ich guck kurz, Leute. Irgendwo muss ich es ja hinstellen dürfen. Hier darf ich. Also, bumm, machen wir gar nicht länger rum. So, das haben wir. Dann haue ich die Keulen erstmal hier rüber. Suppe muss ich nachher irgendwann vorbeibringen. Suppe müssen wir vorbeibringen. Und wir müssen natürlich der Monster wieder reinhauen. Hier ist noch ein bisschen Suppe übrig, nicht allzu viel. Leo the Monster. Monster. Leo, das Monster ist drin. Die Fesseln. Warte. Bum und Bümchen. So, die sind ready. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dachte, da vorne wollten wir noch kurz gucken. Und dann gehen wir heim und hauen den Frostriese hin. Schauen uns das mal an, ob das was wird. Was habt ihr denn im Angebot? Das war der mit dem Reden. Er hier. Er war der Händler für... Weißt du Bescheid? Er hier hat Schwarzblutaxt. Ich glaube, Schwarzblutaxt könnte ein Werkzeug sein, oder? Elstrinker. Haben wir die dann doch schon gefunden? Bin mir jetzt auch nicht sicher. So, eine Stelle wollte ich noch kurz angucken, bevor wir gehen. Den Weg kennen wir ja nach Hause, ne? Wir sind jetzt nämlich unweit von den Stellen, die wir so schon gesehen haben hier. Oder? Waren wir hier schon? Ne, ich verwechsel das. Ja, aber hier ist ja schon unser Zuhause. Da mache ich jetzt eine Blende und dann gucken wir mal, ob der Frostriese dahin passt, wo ich mir vorstelle. Ich würde es feiern. Hier ist nur ein Nashorn. Ne. Das war die Geschichte. Da muss ich dann nochmal genau gucken, wo ich diesen Spot gesehen habe, diesen Schmelzer, den ich mir hier holen will. Einmal kurz da vorne noch reinglinst. Und sobald ich da informiert bin, machen wir demnächst wieder so eine Runde, wo wir uns den dann holen. Ne? So, cool ist. Am Feuer hier sitzt niemand. Bogenschütze. Vor allem müssen wir halt dann auch gucken, wo wir die Steinnasen kaufen können. Wenn er dann mal in seinem Move drin ist, ohne Waffe, da kannst du noch so auf den Waffenbutton drücken, auf die 1, ne? Dann wechselt er erstmal nicht. Macht ihr den? Drückt ihr da, macht ihr was? Jetzt. Ja, der steht jetzt recht günstig. So, den mache ich kurz weg hier. Bazinga. So, Mädels, wir gucken auch gleich nach eurem Level. Also, dann machen wir das jetzt so. Würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich daheim einreite. Dann würde ich heute den Frostriese probieren. Da müssen wir nämlich eventuell ein bisschen was am Turm umbauen. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, kann sein, dass ich den Paul noch kurz zurückhole. Und dann gehen wir... Ja, wir könnten den morgen eigentlich nicht mehr machen. Aber was ist denn da drüben? Das sieht ja auch verstärkt aus. Schlange, aber Schlange habe ich noch keine gemacht, gell? Ist das vielleicht auch eine Instanz? Oh ja, okay, die war ja nichts. Und was ist mit der großen? Die ist ja geil animiert. Schlangengiftdrüsen kriegst du bei denen richtig.
Aber ich will nur mal kurz reingucken hier. Das sieht ja auch nach einer Instanz aus. War das Chebalsack? Den Eingang erinnere ich mich nicht mehr. Nee, Chebalsack musste man doch, glaube ich, irgendwie... Musste man da nicht einen Trank nehmen? Wenn du recht guckst, kriege ich den bei ihm schon hier. Jo. Komm. Come to me. Kaufe Trank der Mitternacht für 5 Wildfleisch. Ha ja, Leute. Ist doch ein Zeichen, dann müssen wir doch schon was mal machen, oder? Alchemist der Mitternacht habe ich gelernt. Warte mal. Was machst du? Warte. Ja. Alchemist der Mitternacht. Trank der Mitternacht. Ein Trank, der die Kommunikation mit Chebalsack ermöglicht. Ein Trank, der Attributpunkte zurücksetzt. Ein Trank, der Wissenspunkte zurücksetzt. Sehr geil. Jo, dann muss ich mir das markieren. Ich weiß nicht, ob das hier einzeichnet, wenn ich mal dahinter laufe. Nö. Also, dann kümmern wir uns darum. Dann machen wir das. Dann der Weinkeller und dann gehen wir endlich KLs Festung. Die Reihenfolge. Und auch nicht ewig jetzt Pausen zwischendrin, dass wir die Inis so ein bisschen aufholen. Ne? Weil es gibt das ein oder andere, was wir in Inis auch farmen wollen. Ich mache jetzt mal hier eine Markierung hin. Was weiß ich nicht. Ich mache da einfach mal so ein Zeichen. So. Alles klar. Jetzt aber Frostriese. Jetzt kann ich es auch nicht mehr länger aushalten, den auszupacken. Ich bin sehr gespannt, ob das aufgeht, das Konzept, was ich mal überlegt habe für die. Wir sind zu Hause. Ich habe gerade Paul vom Fischen abgeholt. Ich hoffe, dass es auch ist, Leute. Ich hoffe, dass es auch ist. Jetzt gehen wir kurz hoch. Ich muss nämlich jetzt erstmal gucken, wie ich den da reingepackt kriegen will. Hat der jetzt da oben runtergeschossen? Segel. Weil, wenn ich den Fahrstuhl bedienen kann, sein, dass ich ihn loslasse. Dann muss ich jetzt irgendwie entweder schnell sein. Schnell sein oder es geht vielleicht doch. Loop, dubidu, Mahlzeit, Mahlzeit. Ja, der Paul ist wieder zurück. Paul ist wieder zurück, hat nicht mal Fisch gefangen. Er hat nur nicht mal Fische gefangen. So, ich würde den schon mal ganz nah hier dranlegen. Weil wenn ich jetzt hier drücke, ne? Ah, nee. Das passt schon. Das geht auch so. Ah, unser schneller Fahrstuhl. Damit es auch seine Richtigkeit hat. Weil ich tatsächlich jetzt, für mich gehört er halt komplett dazu, der Guderle. Bin ich mal gespannt. Baubelt er jetzt echt da unten? Ne. Ja, baubelt er da unten und der Paul hängt auch am Seil. So. Guderle, du bist so ein Guderle. Und schwupp. Ist das? Das ist gar nicht Paul. Das ist ja gar nicht Paul. Stimmt, Paul war ein Handwerker, ne? Aber das funktioniert. Das heißt, das hier brauche ich nicht unten, weil ich musste ja probieren. Hätte nämlich sein können, ich musste es unten hinsetzen. Übrigens habe ich überlegt, ob man die zwei Fahrstühle trotzdem aufbauen für Style-Faktor. Bin ich noch ganz durch mit der Entscheidung. So, Leute. Jetzt gucken wir erstmal, wie groß so ein Frostriese ist, ob das überhaupt geht. Morgen machen wir eine Inni. Was sind dann morgen? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ist noch Wochenende? Unabhängig davon, ob Wochenende ist oder nicht, wir machen morgen die Inni. Ich weiß, dass sie ein bisschen länger war. Ich würde das alles einfach in einer Folge trotzdem machen. Und ich weiß, dass ich mich da oft verlaufen habe damals. Da würde ich einfach ein paar Blenden machen, wenn ich mich verlaufe, dass wir eine schöne, gemütliche Inni-Runde haben. Und dann können wir nämlich auch mit den Schattenblüten das gute Futter machen. So, Kohnles, schnapp dir mal deinen Frostriese. Oh, ist das ein Lappen? Wie viele Elemente hoch ist denn der? 2,5. So, die Idee war nämlich, dass ich das hier umbaue und den dann da hinsetze. Oh doch, das kommt gut. Oh, das kommt gut, Leute! Oh, das kommt besser, als ich gedacht habe. Das heißt, ich muss, wenn ich ihn da hinstellen will, die wegmachen. Oh, das kommt, glaube ich, besser, als ich gedacht habe. Jo, und ich konnte ihn von hier unten setzen. Da müssen wir natürlich noch ausleuchten. Da müssen wir natürlich noch ausleuchten. Und dann holen wir uns noch zwei weitere. Und dann kommt an jedes Ding einer ran. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ob ich das von hier schön sehe.
Ja, er wirkt gar nicht. Ich dachte, dass er vielleicht eine Nummer zu groß ist. Das wird schon richtig gut. Vor allem, weil ich nämlich hier auch noch mit den Zaunelementen. Es ist jetzt ein reiner Style-Faktor, ne? Der braucht nicht für uns kämpfen. Paul? Nicht Paul. Entschuldigung, Zureicherle, wo steckst denn du eigentlich? Du hast doch bestimmt noch ein paar Mats. Komm, ich suche mal der Zureicher geschwind. Oh, das ist ja geil. Und da kommt an jede Seite, wo wir praktisch nicht diese Zacken haben. Oh, das wird so gut, wenn das dann ausleuchtet. Das ist sehr, sehr schön. Freue ich mich. Ich hatte nämlich ein bisschen die Befürchtung, deswegen gleich einen zweiten geholt. Weil wir, wenn es klappt, eh einen brauchen. Oder dass wir hinten die Symmetrie haben. Aber das sieht verdammt viel besser aus, als ich gedacht habe. Der ist nicht ganz so bollig. Oh ja, und die Dinge wollte ich eigentlich auch kurz umswitchen hier. Ich mache jetzt mal im Moment, er kriegt Urlaub. Die Erika kommt zu ihrer Schwester. Erika und Beri. Und der Mägel, der kriegt hier vorne die kleine Schmiede. So, und dann gucken wir mal, dass wir werden wahrscheinlich irgendwann noch eine zweite aufsetzen, könnte ich mir vorstellen. Oh, das mit dem Frostriese kommt verdammt gut. Was leuchtet denn da? Sind es, ist es? Da schimmert die Fackel durch. Genau, Zureicherle habe ich gesucht. Hat jemand von euch eine Ahnung, wo ich den abgestellt habe? Ich habe ihn gefunden. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Materialien schon mal aufgeräumt, dass wir hier wieder sauber werden und die Übersicht behalten. Die wollte ich kurz noch mitnehmen. Der hat gar nicht mehr so viele nämlich gehabt, der Zureicher. Ich würde kurz den Bereich aufbauen vom zweiten Frostriesen, damit wir demnächst, wenn ich es gespiegelt habe, gucken, wie es sich halt anfühlt. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es mit dem Ausleuchten machen möchte. Im Moment fände ich es halt cool. Hier ist er, der Gute. Wenn wir hier das weiter rumziehen. Was brauche ich denn noch, damit ich das bauen kann? Die Bretteln, die hast du aber, gell? Ja. So, Leute, dann zippe mal ich hier einfach. Kann natürlich sein, dass der Riese jetzt zu weit vorne steht. Ich würde mir das gerne angucken. Platz ist belegt, sagt er, ne? Was ist denn, wenn ich da noch eins dran nehme? Wir müssen ja gucken, wie das aussieht. Wie gesagt, das lasse ich eh mal auf mich wirken noch. Und den würde ich dann auch vielleicht ein paar Meter vorsetzen, dass man wieder sieht, ne? Was natürlich jetzt die Frage ist, der ist auf der dritten Höhe, ob ich da überhaupt hinkomme. Müsste ich mir hier was rausbauen, geschwind, ne? Komm, wir gucken mal. Das wäre schon cool, wenn das hier hauen wird. So. Das Problem ist. Doch, das ging schon. Ich hätte ihn aber gerne gedreht gehabt. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen hellhörig. Ich muss mich entschuldigen. Die Geräuschpegel hier, die nehmen immer mehr zu in letzter Zeit. Und ich weiß im Moment nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ab und zu kann es sein, dass ihr halt einen Knall hört. Und ich versuche da mal eine Lösung zu finden. Wie sind eigentlich die Werte von so einem? Gut, der hat wenig Leben. Eins auf Beweglichkeit, eins auf Mut. Ja, aber er ist ja einfach da, dass er hübsch aussieht, ne? So, würde ich mal behaupten. Dann nehmen wir uns den, machen hier wieder zu und gucken uns das jetzt mal an mit diesem erweiterten Balkon. Ja, wenn der jetzt dann nachher ausgeleuchtet ist, dann kommt das, glaube ich, schon gut. Was jetzt nicht mehr so gut kommt, ist das hier. Aber es kann sein, dass ich da dem praktisch so eine Art Überdachung noch mache. Das ist nur die Frage, ob auf der Höhe oder eins höher. Schauen wir uns dann an, wenn ich soweit bin, ja. Jetzt im Moment finde ich es erstmal, dass wir es wegmachen sollten. Ist da noch eins? Ich glaube, das Baumenü fängt langsam an zu zucken, aber es läuft noch cremig. Ja, das finde ich schon nicht schlecht. Ich kann aber sein, dass ich es wieder rausziehe hier. Beziehungsweise, wenn der Zureicher die hat. Nee, hat er nur noch die hier. Lass mich die mal abbauen. Vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. Warte, den hier. Und den hier, weil mit denen bin ich noch nicht ganz durch. Vielleicht können wir die da hinsetzen, dass das wieder hübsch hier aussieht.
Kann ich die nicht doppelt machen oder so? So könnte ich es machen. Na, bin mir nicht sicher. Bin mir gerade noch nicht sicher. Nee, ich glaube, das will ich nicht. Aber das lasse ich jetzt mal auf mich wirken, ja. So, meine Lieben, schöne Geschichte. Morgen gehen wir in die Inni. Jetzt können wir vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr möchtet, den zweiten anbringen. Ich überlege gerade, auf welcher Seite. Hier oder da drüben. Da drüben ist noch der Laufrand, den ich noch wirken lassen muss. Dann wäre es eigentlich hier gut. Pass mal auf. Ich nehme mir mal den als Kopie. Und wir wissen, dass was vom unteren Rand 2 hoch, gell? 1, 2 hoch und dann beginnt's. Praktisch über der Tür mittig 3. Pass auf, ich guck mal, ob ich das hin... Aber da ist keine Tür. 2 hoch, über der Tür mittig wäre dann das hier. Wenn ich es richtig sehe. Hier muss ich jetzt also aufpassen, dass ich ihn nicht töte, den Guten. Ne, dann haben wir also vorne 3 im Abschluss. Ja, das passt. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kriege ich den ja gleich so gesetzt, wie ich ihn brauche. Die Ding hole ich mir nochmal. Im Moment ist das halt mein Design. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir es so lassen. Ne? Das hier würde dann hier hinkommen. Ah ja, doch, stimmt schon. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich hoch muss. Dass das dann so funzt, da freut man sich schon. Und dann müssen wir natürlich hier auch wieder wegschrauben. Hier muss ich ein bisschen vorsichtiger mal sein. Da habe ich schon Sachen abgebaut, die ich nicht abbauen wollte. Und einen hat er noch im Rücken. So, Leute. Dann stehen die zwei Riesen da. Da oben dran lasse ich mal was einfallen. Ich finde es gut. Und wenn das dann ausgeleuchtet ist, das hat was. Und wieso sah das jetzt da drüben so viel besser aus? Weil der untere Laufrand schon verziert war ein bisschen. Das kann man sich ja dann angucken. Da weiß ich es noch nicht genau, ob ich den hier lasse oder nicht. Lassen wir es auf uns wirken. Also, meine Lieben, hole ich euch morgen hier ab und dann gehen wir los. Ich bin tierisch happy gerade. Mir gefällt es ziemlich gut. Und dann kommen jetzt noch 2 von denen auf die anderen Seiten. Und dann haben wir ringsrum so einen Riesenwächter, der natürlich jetzt nicht mitkämpft. Ja, aber kann ja sein, dass wir hier ganz spezielle Frostriesen haben, die weit in die Ferne gucken können. Und uns sagen, wenn irgendwas wäre. Ich finde es gut. Mir gefällt es da oben. Es kommt auch ein bisschen Leben dann in die Fassade auch noch rein. Ne? Zureicher. Ich finde es gut. Es wird. So, Leute, bis morgen.